Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück in Empyrion. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt wieder in meinem Raumschiff drin sitze und nicht mehr da stehe, wo ich aufgehört habe, mir ist hier das Spiel beim, ja, nach dem Reinladen ist mir das Spiel komplett abgekackt. Und ich wurde hier halt beschossen. Deswegen habe ich mich nochmal in den Pilotensitz reingesetzt, aber das konntet ihr jetzt natürlich alles nicht sehen, weil das Spiel komplett abgeschmiert ist. Haben wir denn jetzt hier mal langsam alles kaputt? Und ich habe keine 150 mm Raketen mehr. Da müssen wir auch gleich mal gucken, ob wir da welche produzieren können. Das ist schon ziemlich fett, ne? Die Solar Array. Und wird es auch mal richtig hell. Aber es scheint, so wie es aussieht, jetzt im Arsch zu sein. Hier schießt auf jeden Fall nichts mehr auf uns. Sieht also ganz gut aus. Warte mal, doch da. Irgendein kleiner Geschützturm noch. Aber wo? Ich sehe nichts. Wo kommen denn hier die Schüsse her? Warte mal. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Da. Komm hier. Schön mit der groben Kelle. Nähert sich denn irgendwas? Fürs Erste kann ich nichts sehen. Doch, warte mal. Da schießt wieder was. Jetzt nicht mehr. Da ganz oben. Ganz schwer zu sehen, finde ich. Hört nicht auf. Müssen wir die Raketen nehmen. Wo ist das denn jetzt hier mal? Jetzt wo ich mir diese Station... Ich hab die auch, glaube ich, noch nie gesehen. Die ist echt fett. Und sieht cool aus. Ob ich jetzt hier mal sicher raus kann? Irgendwo, oh, warte mal. Da ist irgendwo ein roter Punkt. Nicht, dass ich da wieder drin bin. Und dann werde ich beschossen. Aha. Es sind auf jeden Fall gleich nochmal zwei. Aha, einmal da. Oh Mist, die sind leider auch alle. Alles ist alle. Na, der andere Turm ist noch oben links. Das sind mittlerweile mindestens drei. Ich bin ja jetzt ganz ehrlich. Das machen wir jetzt anders. Warte mal. Die können uns, glaube ich, wenn wir hier stehen, nicht beschießen, ne? So, jetzt hat es aufgehört.
So, parken wir hier mal. Kurzen Check auf die Karte. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, zum einen hätte ich gerne hier mal zu Hause spawnen. Speichern wir auch noch mal schnell. Und dann machen wir das mal mit einem kleinen Raumschiff fertig, ne? Hier, er geht jetzt schon wieder im Boden. Also irgendwas müssen sie mit den Fahrstühlen verhauen haben. Ich glaube, ich nehme den Hunter. Das ist mir irgendwie sicherer. Na, drehen wir mal schon mal. Schild ist da. Bist du da? Scheiße, rausgeflogen. Wut. Ich hänge hier fest. Jetzt haben wir es. Es ist ein Riesenteil. Schieß jetzt wieder auf meinen Orca oder was? Nee, auf mich. Das Ding ist mega, ey. Na, wo haben wir denn hier noch ein paar Türme? Eben haben mich doch drei beschossen. Und da ist noch eine. Dann haben wir da noch eine. Na, überall so kleine Kanonen. Die natürlich meinen Raumschiffen jetzt nicht großartig Schaden machen, aber die könnten mich erschießen. So, im Moment. Hör ich nichts mehr. Dann will mal hier gucken, wo hier oben und unten ist. Sind hier irgendwo eine Plattform, wo man landen könnte? Da das ja mit dem Alienkopf so lackiert ist, könnte es sein, dass es so rum ist?
sag mal, habt ihr hier. Über. Ich hänge hier fest. Habt ihr hier irgendwo einen Parkplatz? Papa, ist das ein Parkplatz? Nö. Da ist eine Tür und an der Tür sieht man. So muss hier richtig rum sein. Da geht auf jeden Fall jemand drin. Aber was für eine Tür ist da die ganze Zeit aufgegangen? Ja, da sind auf jeden Fall T-Rex hinter. Ah, Schwerkraftgenerator wird auf jeden Fall nicht mehr gehen, so wie es aussieht. Strahlung 6,6. Ah, ausgerechnet hier so eine Doppeltür. Oh, ein Turm! Na, Planet sieht auch schon wieder aus, als wenn es ziemlich schwerer ist. So, jetzt den Turm. Am besten mit dem Sniper, ne? Oh, kommt mir schlecht ran. Hammer! Fliege aber nicht extra zurück hier. Hey, unseren Burger, den können wir natürlich auch nochmal essen. Wir fühlen uns wohl und ausgeruht. So. Hier drüber vielleicht auch nochmal ein Turm. Hä? Alter! Was schießt ihr auf mich? Hä? Hä? Wann hat er jetzt hier auf mich geschossen? Hier, schon wieder. Von wo? Durch die Tür! Was für eine Scheiße! Cheetah! Da muss irgendwo ein Turm sein. Aha, da ganz hinten. Hat mir wieder einen reingedrückt. Komm hier, davon haben wir jede Menge. Alter! Drecksack! So, irgendwo ein Teleporter, oder? Oh, das mit den Türen, scheiße. Mach auf. So, und bleib auf. Du sollst aufbleiben. Ich hasse es mit dem. Ja, mit dem Jetpack unterwegs zu sein, das ist immer so scheiße. Ah, Turmhammer. Hier noch oben einer? Aha! Das Ding ist natürlich auch nice angebracht. Will mal vorsichtig sein. Ich heile mich erstmal nochmal.
So, jetzt auf jeden Fall wieder null Strahlung. Wenn wir hier oben rüber loopen. Hier scheine ich den Gang weggeschossen zu haben. Oh, ey, ist schon wieder Turm. Oh, dieser Gang ist echt scheiße. Was? Ja, durch die Tür. Ah, komm ich so nicht ran. Haben wir ins Blaue geschossen. Den Türm haben wir auch. Und wir haben Hardcore-Schaden gekriegt. Das wird hier anscheinend eine längere Nummer. Immer mal ein bisschen nach da gucken. Ein bisschen mal die Funzel anmachen. Geht's hier nur raus? Oh ne, hier ist auch ein Gang. Aha. Mit Cyrix irgendwo. Hier oben was drüber? Nein. Wo steckt da? Ist er? Das ist wieder ein Turm. Geil, ey, das ist ja ein richtig cooles Ding, ey. Es wäre natürlich noch viel toller, wenn ich mich nicht mit Jetpack bewegen müsste. Nein, das ist noch ein. Oh, Alter. Krieg's mit dem Sniper. Geil, geil, geil. Das wird aber wieder richtig Spaß hier. Oh, ein paar Pilschen. Und ein Heißgetränk. Boah, wieder langer Gang. Und das nächste Heißgetränk. Und falls mir übel wird, eine Morgentablette. Die Dusche. Kann ich die noch benutzen? Bin noch verstrahlt. Oh, leider nicht. Ja, wo ist er denn? Ich höre dich doch, da kommt er. Ey, das ist unser erster Loot-Container. Und was haben wir hier? Ja, wieder Bandagen, ja, haben wir ja ein paar von verschwendet. Was haben wir hier Schönes? Ja, so ein bisschen Kupfer. Nichts mega dickes. Na, tasten wir uns hier mal weiter vor. Was hast du? Ah, die nächste Pille. Also ein Heißgetränk haben sie alle immer dabei. Stehen die drauf, die Cyrix? Was? Lass mich in Ruhe. kleine Kabine. Gibt's hier irgendwas? Nö. Es ist nur ein Zivilist.
Nächste Kabine. Oh, hier gibt's wenigstens einen Schrank. Ey, das nächste Scharfschützengewehr, weil sonst unseres mal kaputt geht. Ansonsten verkaufen wir das. Das Gegrummel, das wollte ich nicht gerade sagen. Das sind nur wieder Soldaten. Und schon schießen sie. Der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Also den Zivilisten stört das halt auch überhaupt gar nicht. Der ist doch da bestimmt. Ist ein Busch drin. Ist hier hinten bestimmt wieder so ein Teleporter. Hier ist ein Schrank. Voll das Medizinschiff hier. Station. Da kommt doch schon wieder weiter. Oh, ist hier Panzertür? Nee. Jo, ein paar Lootboxen. Trompetenbohne. Und eine Varonwurzel. Da hinten habe ich Gegrummel gehört. Hier gibt es nur Klos. Und die nächste Pille. Also O2-Versorgung funktioniert doch noch wunderbar, ey. Wo grunzt ihr hier rum? Aha, da ist schon mal der Teleporter. Alter! Da ist einer mit dem Raketenwerfer. Das ist ganz schlecht. Trab an hier! Wo ist er? Eieiei! Da kommt der nächste! Und ich höre schon noch einen. Teleporter. Ist richtig was los hier, geil. So, kurz mal wieder eine kleine Heilung hier. Da kommt er doch schon. Na, wo bist du? Oh, von beiden Seiten. Aha, es ist ein Händler. Das ist der Kommandant. Soll ich ihn erschießen? Aha, Lootcontainer? Oh, oh. Das ist ja bestimmt nicht der Händler, der auf mich schießt. Wo ist denn der, der auf mich schießt? Noch ein Loot-Container. Da oben. Alter, ich bin fast tot. Ey, dieses Scheiß mit dem Jetpack. Ich hasse das. Übel.
Das hat leider noch nicht gereicht. Dann nehmen wir noch einen davon. Das reicht aber. Ui, der ist schon wieder der nächste. Schon wieder nichts. Das war ein Scharfschütze, ne? Der Kommandant da oben scheint irgendwie noch nichts zu machen. Wieder da oben sein, ne? What the fuck, ey? Ich werde hier doch durch die Wände beschossen. Das ist schon eine harte Nummer da hinten, weil ich bei dem einen links da durch die Wand beschossen werde. Heilen. Und schon wieder so einen Headshot bekommen oder so. Oh mein Gott, ey, ich komme hier nicht voran. Nehmen wir mal die. Oh Mist, schon wieder falsche Taste. Ding da hinten verteidigen sie aber echt hart vor. Solange ich hier nicht vorankomme, werden wahrscheinlich immer wieder welche kommen. Oh, der Kommandant ist weg. War das einer von euch hier? Aha, da oben ist was. Ja, das ist doch durch die Wand, oder nicht? Ey. Da kommt wieder einer. Ich heile mich erstmal wieder. Das reicht.
Alter, geht nicht kaputt! Hat der Blindfisch schon wieder daneben geschossen? Na endlich. Der ist schon mal weg. So, da war hier oben noch einer. Oder auch nicht? Ja, wenn das jetzt mit dem Jetpack nicht wäre, könnte ich mich besser bewegen. Oh, der ist schon wieder beschossen. Nächsten Turm weg. Da hinten steht noch einer. Das ist bestimmt hier der Hauptraum, wenn man schon analysiert, wie viel Loot-Container hier steht. In jeder Ecke, Alter. Aha, da ist noch ein Teleporter. Hä? Also vorher konnte ich nicht gehen. Jetzt kann ich doch gehen. Ja, wie geil. Oh, da ist wieder einer. Na, ja, wieder gut Schaden gerissen. Ey, Mann, ey, das ist. Mann, ich vorhin hab ich's ausprobiert, ey, da ging's irgendwie nicht. Mit dem Laufen. Und das finde ich auch komisch. Jetzt zweimal hintereinander darf ich es nicht anwenden, aber so darf ich's. Jetzt darf ich's auch nicht mehr. Doch jetzt. Dauert immer ein bisschen. Oh. Gleich zwei. Ich wollte es gerade sagen, da liegt die Vermutung nahe, dass da noch ein Teleporter ist. Die müssen natürlich erstmal alle weg. Haben wir es denn jetzt hier mal? Da. Und irgendwo grunzt schon wieder einer. Ich glaube, wir haben diese Gegend endlich geklärt. Aha. Das ist nicht der Händler, der da gerade gegrunzt hat. Na, Händler? Du willst leider nicht mit mir handeln, ich weiß. Ja, so wie ich das sehe, gibt es hier oben nichts, aber wir kommen hier oben rein. Da ist nochmal ein fetter Loot-Container, ein schwarzer, ne? Also rein darf man hier. Oder nochmal auf hier. Aha, hier ist auch der Kern. Geil. Und was haben wir hier? Plasmawerfer, episch. Ist das euer Ernst? Das ist jetzt der dritte. Ich will auch mal andere epische Waffen haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ey.
Ich glaube, ich lasse den Kern erstmal noch aktiv. Das ist irgendwie spannender. Wir schießen die Türme wenigstens noch. Hat mal ein bisschen Action. So, kümmern wir uns jetzt mal um die Loot-Container und dann werden wir ja gleich voll sein. Wahrscheinlich schon nach zwei. Da haben wir noch vier Plätze. Ja. Und diese vier Plätze haben wir soeben voll gemacht. Geiles Teil hier. Also die gefällt mir richtig gut, die Station. So, können wir hier noch was mitnehmen? Ja. Oh, kriegen wir auch nochmal fast alles mit. Ja. Dann haben wir es bis zu diesem Kontrollraum geschafft. Und jetzt wieder. Aha! Ach, das ist der Zivilist. Deswegen, also hier. Deswegen ging das auch nicht. Also hier hinten ist noch Schwerkraft dran. Ha? Nee, hier immer noch nicht. Na doch. Jetzt. Und wenn man dann weitergeht. Fängt er an abzuheben. Das ist doch die Tür, von der wir gekommen sind, ne? Das Ding wird hier, glaube ich, eine ziemlich lange Nummer. Was für eine geile Station, ey. Ich kann mich immer nur wiederholen. Hier sind auch überall noch Energiebehälter. Ich würde ja mal sagen, okay, zur Sicherheit steigen wir mal lieber ein. Wir bunkern das erstmal alles hier im Hunter. Aufgeklappt, das muss nicht aufgeklappt sein. Haben wir überhaupt schon irgendwas drin? Nee, ne? Ach komm, ey, wir packen das hier alles in Erze rein. Warum auch nicht? Ich meine, ich will mir über epische Waffen jetzt nicht beschweren, aber es könnte wirklich echt mal eine andere sein, ne? Ist ja hier irgendwas, was ablaufen kann? Ja, das kann ablaufen, das kann ablaufen. Das war's, oder? Ja. Kühlschrank. Strom hast du noch genug? Oh, es wird weniger. Und dann geht es hier weiter. Ey, komm, wir gehen hier oben rum, es geht schneller. Ey, guckt euch mal dieses riesen Ding an. Obwohl, es ist natürlich möglich, dass man hier an der Seite überall gar nicht rein kann. Das ist durchaus möglich. Warum darf der da eigentlich gehen und ich nicht, ey? Der Schwerkraftschuhe an, oder was? Da sind wir wieder hier. Im Zyrix-Revier. Noch nehme ich alles mit. Wie viel Kohle macht, können wir irgendwo einen Händler finden, der nicht von den Zyrix ist. War nicht noch in noch irgendeinmal drin? Egal. So. Wir kommen von da. Dass ich die Orientierung nicht verliere, wo ich schon mal war und wo nicht. Fangen wir mal links an. Oh, hier geht's schon wieder raus. Kommt da? Alter, da sind auf jeden Fall noch Türen. Aha, da ist ein Turm. Okay, die Tür ist zu, ist gut. Mann, hat er uns wieder hart gegeben. Sauerstoff ist auch gleich weg.
Das hätte ich mal gleich am Hunter machen sollen. Egal, muss jetzt mal schnell so gehen. Dafür haben wir die Flaschen ja dabei. So, da hinten im Gang noch ein Turm, auf jeden Fall noch ein Cyrix. Für den hat sich's erledigt. Oh, Sandwich! Ohne Rakete! Scheint es überall keine Türen zu geben. Aha. Also hier ist auf jeden Fall noch was hinter. Oh, jetzt kommt erstmal bestimmt wieder Action. Oder auch nicht. Aha, aha, aha. Ja, und das hasse ich, dass sie durch die Türen schießen können. Das ist ätzend. Ich brauche hier meine ganzen Mats durch. Ey, ich fliege jetzt mal hier rum. Ist hier auch noch eine Tür? Guck ich vielleicht an den Turm besser ran? Er hat mir auch noch einen reingedrückt. Drecksack. Da, den Turm haben wir. Ihr erinnert mich doch dran, ne? Neue Mats machen. Das Sandwich? Das können wir nicht schon essen, ne? Ja, nein. Jo. Da ist kein Turm. Das ist im Prinzip so der selbe. Oh, mein Schutzanzug ist auch bald im Arsch. Aber war doch so, ne? Ich hatte doch noch einen zweiten mittleren eingesammelt. Ja, das hat sich jetzt auch alles gar nicht gelohnt. Warte. Alter. Dieses durch die Tür schießen ist so scheiße. Der Turm wieder hier vorne oder hinten am Ende des Gangs? Wo ist der Cyrix hin? Da ist der Turm. Da ist er. Oh, die Tür zu. Oh, es war auch noch ein Scharfschütze. Also der hätte uns hart einen reindrücken können. Aha, was haben wir denn da? Hängt doch auch noch ein Cyrix drin. Alter. Der hängt in der Wand und kann mich beschießen. Was soll denn sowas, ey? Oh. Das ist auch ein Sniper. Alter, hat er mir einen reingedrückt. Es war jetzt unnötig, den nächsten noch zu nehmen. Hier. Ey, durch die Wand. Was für ein Cheater, Buddy, ey. Kann man den seinen Kopf vielleicht von hier oben sehen? Ja, da ist er. Der hockt da.
musst hier voll aufpassen, ey. Wirst durch die Wand beschossen, wirst durch die Türen beschossen. Diese elendigen Cheetahs, T-Rex. Ja, ja, na klar. Du bist ein Sniper-Schütze, hast aber Gewehrmunition dabei, ne? Mm, ist klar. Manometer, ey. Lange kann ich mich bei dem Schaden hier aber nicht mehr aufhalten. Ja, und das war jetzt hier auch mehr oder weniger alles umsonst, weil von hier komme ich ja eigentlich. Das ist natürlich ziemlich schade. Da ist wieder ein Turm. So. Dürfte er eigentlich nicht schießen können. Ist das da hinten wieder die Zentrale? Ah, hier gibt es auf jeden Fall nochmal wieder Türen. Hm, grunzt schon wieder irgendwo einer? Nächstes Snipergewehr, ne? Ja. Ey, was wir hier auf unserer Tour an Waffen organisiert haben. Ey, Eier! Eier, wir haben wieder einen reingedrückt. Böse T-Rex. Ganz, ganz böse T-Rex. Sie auch noch was zum Abstauben? Mal wieder ein Pöschen. Ach so, warte mal. Gab's hier oben drüber wieder so einen dämlichen Teleporter? Nur war auch teilweise übel angebracht, aber kann ich eigentlich gehen? Ja. Ich muss das öfter mal ausprobieren. Hier war ich schon. Ah, da hat Money dabei. Das Zweier war auch ganz gut zu verkaufen, ne? Okay, Zivilisten. Im Groben und Ganzen halten wir uns hier ans Kriegsrecht. Hier ist nochmal ein Händler. Das sieht doch ganz lustig aus. Er grinst. Ja, ja. Dass ihr mich hier nicht duschen lasst, Alter. Könnt ihr meinen Gestank überhaupt noch ertragen, oder was? Ey, wieder neue Mets. Obwohl das natürlich nur ein Fliegenschiss ist gegen das, was wir schon verbraucht haben. Ist das dasselbe? Mittlere Teil? Ja, da steht wieder der Händler. Aha. Ein Scharfschütze steht hier schon wieder so dumm in der Ecke rum. Mach dich weg. Wenigstens wieder ein bisschen Money und ein Sandwich dabei. Komm, Sandwich gleich mal rindrücken hier. Lass uns mal überlegen. Wir sind von hier gekommen. Und sind dann da reingegangen. Da sind wir fertig, ne? Hier nach rechts geht's nicht. Hier oben geht's ja auch nicht weiter. Wenn ich nichts übersehen habe. Nee. Hat zwar lange gedauert, aber letztendlich sind wir doch fertig geworden. So, und jetzt ist Schluss hier.
Warte mal, damit geht's schneller. Das war's für dich, Station. So, und jetzt funktioniert auf jeden Fall der Schwerkraftgenerator nicht mehr. Löscht es auch aus. So, jetzt kannst du auch nichts mehr beschießen. Dann müssten wir jetzt eigentlich da draußen noch die ganzen... es hätte... Kannst du mir deine Schuhe geben, damit ich hier auch rumgehen kann? Weil guck mal, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich das Jetpack ausmache. Das ist ja völlig... Wie viel kosten die? Sind die von Nike? Puma? Adidas? Gib mir die Schuhe, Mann! So, jetzt aber wieder. Ach ja, jetzt muss man natürlich die Tür öffnen. Also ich hoffe mal, ich habe hier nichts vergessen. Und ich denke mal... Hier auf der Seite kann man überall gar nicht reingehen, also gehe ich mal von aus. Allerdings gibt es natürlich jede Menge Energiebehälter, ne? Aber richtig viele, ne? Wir klauen euch alles. Ihr seid dreckige Zyrex. Aber wirklich, ey, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Das ist eine geile Station. Da hat sich schon ordentlich was getan. Wenn ich daran denke, was es alles nur so gab, als ich angefangen habe. Zum einen gab es halt auf jeden Fall nur ein Sonnensystem. Mehr gab es nicht. Und auch eben so viele verschiedene Stationen gab es früher natürlich auch nicht. Da noch? Ach so, der Energiekondensator ist hier. Da kommt auch noch was anderes, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, kaum sag ich das, ne, kommt natürlich was anderes. Oh, aber ich weiß nicht. Ja, die, weil ich jetzt hier gerade noch in der Ecke bin, aber ey, da höre ich auf. Scheiß auf diese ganzen Energiezellen. Wo die kleinen natürlich nicht unwichtig sind, die brauchen wir noch zum Craften. Die großen glaube ich nicht. Also zum Craften fällt mir jetzt persönlich erstmal nichts ein. Außer ich hab da irgendwas vergesse. Ja, komm, das reicht. Nur mal kurz gucken, ob man hier noch irgendwas anderes sieht. Komm hier, die nehmen wir noch mit. Oder haben wir die schon? Nee. Also wie gesagt, geiles Teil. Das hat sich richtig gelohnt. Einmal um zu sehen, wie cool diese Station aussieht. Loot ist auch okay. Mal kurz gucken. So rum ist am besten.
Alter. Na, war schon wieder zu heftig. Ja, das ist halt für den Hunter ein bisschen knapp hier im Orca. Er passt da gerade so rein. So, angedockt. Strom aus. So. Wir sind hier noch auf Con 1 Input. Da können auf jeden Fall schon mal hier die kleinen können hier rein. Pentaxid veredelt, packen wir woanders hin. Und zwar da rein. So, tja, die habe ich immer noch nicht umbenannt. Ich muss sie unbedingt umbenennen. Ey, aber hier, zack, direkt die richtige getroffen. Ja, EVA-Booster lohnt sich für mich nicht. Strahlenbooster könnte ich mal gebrauchen. Oh, das ist schon mal alles zum Verkaufen. Ach, Mist, hier haben wir noch einen schweren Bausatz. Den schmeißen wir auch hier mit rein. So, Muni und noch ein bisschen Futter. Hier können wir uns nochmal schnell einen reindrücken. So, dann will ich sowieso craften gehen. Da kann ich das hier ruhig im Rucksack lassen. Aber wir müssen hier im Hunter noch plündern. Und zwar da. Ja, warte mal. In den Constructor kann das schon mal alles rin? Wird schon wieder Gold. Dit noch und dit noch. Und genau, hier noch ein Pistolen-Upgrade-Bausatz. Und dann hätten wir, ne? Nur noch so Medizin, Bauzeugs. Bauzeug müsste eigentlich der hier? Ne, dann ist es der zweite. Da ist er. Kommst du rein? Hier, Bohrer auch erstmal da rein. So noch? Den natürlich nicht. Verkaufe ich auf jeden Fall erstmal nicht. So, da habe ich noch Medizin. Zack, das knallen wir uns rüber zu uns. Und dann müssen wir mal gucken, ein bisschen Medizin craften. Wäre jetzt nicht schlecht. So, aber hier schalte ich mal wieder auf Orca zurück. Hier auf mich. Den haben wir alles leer geplündert. Jetpack aus. Und natürlich auch noch das Licht aus. Die erste Hilfe-Packs habe ich komplett weggeballert. So, wo wollte ich nochmal hin? Handweapons, ne? Der war noch was. Ja, das ist so Special Money nach da unten. Keine Money mehr. Ja, Essen, Medizin, Geldkarten. Genau, die hatte ich hier gebunkert. Dann bringen wir jetzt noch Medizin weg. Ich glaube, alles hier drin, ne? Ja, ist schon alles sortiert. Oh, warte mal, hier haben wir noch eine Pille. Dann müssen wir nochmal in der Cafeteria vorbeischauen. Das kann ich natürlich auch alles über die Logistik machen, aber ich baue mir meine Schiffe nicht, um mich nur in den Pilotensessel zu setzen und dann von da aus zu agieren. Das ist mir
Zu blöde. Ich möchte durch mein Schiff laufen. Sonst kann ich mir einfach einen Klotz bauen. Reicht dann auch, ne? Ja, die dritte davon, noch eine Geldkarte. Du kommst mal dahin. Du kommst mal so. Ziehe ich den jetzt schon an oder repariere ich ihn nochmal? Ich repariere ihn, glaube ich, erstmal, den ich anhabe. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass wir dieses Solar Array mal ein bisschen gelootet haben und uns angeguckt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.